Björn, 0:0 gegen Viktoria Köln, intensives Spiel, das zweite Unentschieden in Folge. Wie hast du das Spiel erlebt heute Abend? Sehr intensiv, ist jetzt noch relativ kurz nach Abpfiff. Die Luft kommt jetzt langsam wieder, aber ich glaube, es war für uns sehr anstrengend. Eine sehr gute Mannschaft, gerade hier bei Ihnen zu Hause. Es ist nicht einfach gewesen für uns, immer Druck drauf zu kriegen. Wir haben versucht, dann auch gut zu stehen. Ich glaube, erste Halbzeit haben wir ganz gute Ballgewinne gehabt, die wir leider nicht perfekt genutzt haben. Zweite Halbzeit hätten wir mit einer Ecke, glaube ich, noch eine Chance, haben wir eine gute Chance gehabt und am Ende Andis Schuss noch. Ansonsten muss man sagen, hatten sie auch den einen oder anderen Hochkaräter, da hat Jacob gut gehalten. Das wissen wir aber auch, sonst wird dem ja auch langweilig hinten drin, er muss ja was aufs Tor kriegen. Ja, also würdest du insgesamt sagen, Viktoria ist gut gestartet, ein guter Gegner, hast du gesagt, ist am Ende des Tages ein gewonnener Punkt? Ja, was heißt gewonnener Punkt? Also auf jeden Fall, wir haben, nehmen den Punkt mit, auswärts zu null. Klar, ein paar Situationen waren eng, aber im Endeffekt haben wir es dann über die Zeit gebracht mit Kampf und mit Laufbereitschaft und da können wir, damit können wir zufrieden sein. Wie wir vorne das ein oder andere ausgespielt haben, müssen wir immer noch weiter daran arbeiten, das bleibt das Thema. Ja, und im Endeffekt auswärts bei einer sehr guten Mannschaft, die sehr gut gestartet sind, ein Punkt, ja, kann man mitnehmen. Du sprichst diese fehlende Zielstrebigkeit nach vorne an. In den letzten Partien standen wir defensiv gut, haben trotzdem viele Gegentore kassiert. Heute standen wir, haben wir das ein oder andere zugelassen, klar, gute Mannschaft, aber haben die Null gehalten. Darunter hat natürlich dann das Spiel nach vorne gelitten. Aktuell fehlt noch so ein bisschen die richtige Mischung, oder? Ja, oft standen wir auch gut, aber haben dann, ja, ich glaube in der ersten Halbzeit war ein paar Mal so die Abstimmung, dass wir besser mit uns sprechen müssen hinten in der Dreierkette, das hat ein paar Mal nicht gepasst, ist auch klar, wir haben Ausfälle hinten drin, das war jetzt zum ersten Mal, dass die Jungs das gespielt haben so zusammen, da kann das auch schon mal passieren und ja, in der zweiten Halbzeit haben sie uns ab und zu mal ganz gut laufen lassen, man muss das auch akzeptieren, dass sie vorne sehr bewegliche Spieler haben, ich glaube in den vergangenen Spielen hat man gesehen, dass sie auch ganz anderen Mannschaften damit wehgetan haben und deshalb, ja. Jetzt heißt es schnell regenerieren. Am Sonntag wartet Preußen Münster auf uns. Ein richtiges Westduell unter Flutlicht einer Hafenstraße. Was nehmen wir uns vor? Was können wir erreichen? Ja, ich glaube, die Fans haben es eben schon skandiert, dass wir gefordert sind am Sonntag, dass wir da was zeigen müssen zu Hause. Und ja, das nehmen wir uns auch vor. Wir haben nicht viel Zeit. Das ist aber manchmal gar nicht so schlecht. Weil wir wollen ja auch Fußball spielen, wir wollen ja um Punkte spielen und das ist dann am Sonntag schon wieder der Fall und vor heimischer Kulisse. Bei all dem Druck, den man vielleicht auch verspürt, dann da leisten zu müssen, sollten wir uns auch darauf freuen. Einfach mit Freude in so ein Spiel gehen, wir haben die Leute hinter uns, wir werden ein sehr intensives Spiel vor uns haben, aber ja, das sind doch Dinge, die machen Bock, ähnlich wie heute. Es macht auch Spaß, sich schon mal reinzuwerfen in Sachen. Und das müssen wir dann auch am Sonntag zeigen. So sieht's aus. Wir gehen was an. Danke, Björn.